Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video, heute mal über Diablo 4. Lang ist es her, es gab ja einen Campfire-Chat und darüber wollen wir uns heute im Video kurz unterhalten, die wichtigsten Details durchgehen, was wurde da so besprochen, was wurde da so gezeigt. Im Hintergrund werde ich euch auch das Gameplay anzeigen, was im Campfire-Chat vorkam, damit ihr euch da auch gleichzeitig zu einem Eindruck verschaffen könnt, was euch mit diesen Prüfungen erwartet. Über die wollen wir jetzt nämlich sprechen. Und da hat Blizzard eigentlich direkt auch Gameplay zu gezeigt, damit man einfach schön reinkommt und schon mal sieht, wie sich das Ganze spielen soll. Diese Neuigkeit soll am 5. März, also mit diesen Herausforderungen, das soll kommen ins Game. Es sind wöchentlich wechselnde, nicht-lineare Dungeons mit einem festen Layout. Also das ist, denke ich mal, wichtig zu beachten. Das Layout ist fix und man kann sich deshalb eben auch darauf einstellen, seinen Weg durch diesen Dungeon optimieren, um natürlich die meisten Punkte zu sammeln. Denn darum geht's. Je mehr Monster ihr abschlachtet, je besser ihr darin seid, desto höher ist eure Punktzahl am Schluss, desto besser sind eure Belohnungen, desto besser ist eure Auszeichnung, die ihr bekommen könnt. Dazu gleich auch noch was im Video. Und ihr platziert euch natürlich in der Rangliste auch höher, je besser ihr da eine Performance raushaut. Es geht also nicht nur unbedingt darum, ein Build zu machen, der viel Damage macht, auch viele Feinde Damage macht, denn wie ihr im Gameplay seht, gibt es da einiges wegzumetzeln. Ihr müsst also einen guten Build machen, der viel Schadensoutput hat, schnelle Mana-Regeneration auf jeden Fall, dass ihr keine Downtimes habt und so weiter. Das ist natürlich wichtig, aber es ist auch wichtig, sich einen guten Pfad anzulegen und eine Strategie sich auszudenken, denn es geht ja hier, wie gesagt, schon nicht nur darum, viel Schaden zu machen, sondern auch die nächsten Schritte im Kopf zu haben. Es gibt dort Bosskämpfe, Gegner, es gibt auch normale Gegner und es ist jetzt die Frage, wie geht ihr damit um? Es kommt übrigens auch noch ein Patch zur Mitte der Season. Neben diesen Prüfungen eben auch noch Klassenbalanceänderungen und Updates für den Seneschallgefährten von der Season jetzt. Der Inhalt wird hier auch nochmal geupdatet werden. Das noch kurz reingeschmissen in das Ganze hier. Jetzt aber nochmal ein bisschen mehr zu diesen Herausforderungen. Wir waren jetzt gerade dabei, dass es eben nicht nur um den Damage geht, sondern es gibt auch Schreine in diesem Dungeon. Ja? Und ihr habt da mehrere Möglichkeiten. Ihr habt nämlich mit bestimmten Schreinen die Möglichkeit, die bereits getöteten Monster wieder aufleben zu lassen. Das heißt, wenn ihr gerade einen Bossgegner weggehauen habt, könnt ihr zu dem Schrein hin und dann wird er wiederbelebt. Ihr könnt noch mehr Punkte sammeln, wenn ihr das strategisch zum Beispiel gut nutzt. Es gibt verschiedene Arten von Schreinen, die euch in gewisser Art und Weise ein Vorteil sein können. Deshalb geht es eben auch darum, sich mit diesen Schreinmechaniken zu befassen, zu gucken, wo stehen diese Schreine und wann, zu welchem Zeitpunkt nutze ich die, um so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Kurz mal die Basics. Die Herausforderung steht allen Klassen zur Verfügung und ist zugänglich, sobald Weltstufe 4 erreicht wurde und das Horn der Prüfungen im südwestlichen Hafen von Geakul aktiviert wurde. Die Dungeons richten sich an Charaktere der Stufe 100 und darüber mit dem Ziel, innerhalb von 8 Minuten so viele Monster wie möglich zu besiegen und Truhen zu öffnen, um Punkte zu sammeln. Ja, die Herausforderung endet wöchentlich dienstags um 17 Uhr mitteleuropäische Zeit. Das vielleicht auch noch als wichtige Ergänzung, also 8 Minuten habt ihr einfach Zeit, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Ich finde, das ist schon mal eine coole Sache, die sie damit reinbringen. Besser eure Performance ist, desto besser wahrscheinlich auch eure Belohnungen und ihr kriegt auch noch ein Siegel. Wenn ihr richtig gut performt, es gibt 4 Siegelränge am Schluss. Siegel der Blutigen, Siegel der Würdigen und andere. Und wenn ihr halt richtig gut abschneidet, bekommt ihr eben die höchsten Siegel, die ihr haben könnt. Bei den Truhen wartet auch noch gute Loot auf euch. Manche Monster in diesen Dungeons droppen Schlüssel, mit denen ihr dann verschlossene Kisten innerhalb von diesem Dungeon auch noch aufmachen könnt nebenbei. Das ist vielleicht auch noch ganz cool. Und die besten 100 Spieler einer Rangliste erhalten eine spezielle Reittier-Trophäe und die Top 10 werden in der Halle der Urahnen verewigt. Also so sieht's aus. Man kann das, soweit ich es richtig mitbekommen habe, auch mit Freunden spielen. Man kann die Ranglisten nach Gruppengröße und nach Spielmodi und auf Freunde und Clans filtern, um zu sehen, wie platziert man sich in diesen Ranglisten. Das ist auch noch eine coole Sache, denke ich. Auf jeden Fall ein Modus, einfach wo es drauf ankommt, wirklich schnell durch den Content zu kommen, dementsprechend auch natürlich nur Damage-gerichtete Builds zu machen, die wirklich schnell killen können. Das
kann eine gute Endgame-Aktivität sein, eine schöne Abwechslung, einfach auch mal einen anderen Build zu basteln. Wir hatten ja sowas in einem Spiel, was kein Hack and Slay ist, sondern ein Loot-Shooter, zum Beispiel Outriders. Da ging es anfangs auch immer darum, diese Sachen so schnell wie möglich abzuschließen. Das engt den Korridor auf verschiedene Build-Varianten natürlich etwas ein. Das kann man natürlich auch mitnehmen, sagen einfach, ja, die wollen jetzt halt nur so Builds, die genau darauf aus sind. Aber hey, warum nicht? Man kann ja dann auch wieder zu einem anderen Build wechseln für anderen Content. Also, wie ich finde, klingt das nach einem schönen Update, nach einer schönen Beschäftigung im Endgame. Diese Sachen auch mit Rangliste, feine Sache. Man kann sich schön messen, man kann schöne Sachen bekommen. Also, warum nicht? Bin gespannt, wie sich das am 5. März dann ausgeht, wenn das Ding rauskommt und wie es Feedback sein wird, auch allgemein von der Spielerschaft. Und in diesem Sinne, Leute, hoffe ich, ihr habt das Wichtigste hier mal mitgeschnitten und hinten im Gameplay natürlich auch gesehen. Lasst mir gerne euer Feedback unten da, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns vielleicht auch bald in einem neuen Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao.